Dieses Mediabook ist anders als alles, was ihr bis jetzt von AVV gesehen habt. Moin Leute und herzlich willkommen hier bei Laser City Lights. Ich bin's mal wieder, euer Matthias, und wir schauen mal, was die Katze uns heute von AVV vor die Tür gelegt hat. Jawohl, ihr habt es natürlich schon in der Überschrift gelesen. Heute geht es um Ghoulies, aber Teil 4. Der letzte Teil der Serie, jetzt erschienen in dem wartierten Mediabook von AVV-WMM. Limitiert auf 333 Stück. Und warum dieses Mediabook hier etwas ganz Besonderes ist im Vergleich zu dem, was wir sonst immer so von AVV gesehen haben, das mache ich an mehreren Punkten fest. Das erfahrt ihr alles noch in dem Video hier. Aber erstmal vielleicht für die Leute, die Ghoulies 4 noch nicht gesehen haben, worum geht es eigentlich da? Es ist eigentlich sehr schwer zu beschreiben, wenn man nicht den halben Film spoilern will, weil wir haben zwei Ghoulies, die durch die Zeit reisen, um Alexandra, eine Satanistin, zu verfolgen, die den Fürst der Finsternis, der Menschenopfer braucht, wiederzubeleben. Der heißt übrigens Faust und wird gejagt von Detective Graves, der ein Amulett um den Hals trägt, was die dafür brauchen, um den wiederzubeleben. Und dann, ja, beginnt eine wilde Reise, möchte ich mal sagen. Bisschen Creature Feature, bisschen Polizei, die ganze. Aber das erfahrt ihr alles am Schluss. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt erstmal hier dieses Mediabook etwas genauer an, was es so kann, was so besonders ist. Und am Ende gibt es dann, wie gesagt, eine Bild- und Tonbewertung und ein Fazit des Mediabooks und eine klitzekleine Filmbewertung meinerseits. Also bleibt bitte zum Schluss dran. Lasst aber jetzt schon mal ein Abo da und drückt die Glocke, weil nachher vergesst ihr das wieder und nicht, dass es euch nicht gesagt hätte, ne? Es handelt sich hierbei um das Cover W, welches auch W für vielleicht wattiert stehen könnte. Wir haben hier das einzige wattierte der Serie. A, B und C sind meiner Meinung nach oder meines Wissens nach, nicht meiner Meinung, meines Wissens nach, nicht wattierte Mediabooks. Und dieses Mediabook hier hat nämlich noch eine Besonderheit, die zeige ich euch aber gleich im Verlauf, während wir uns dieses Mediabook angucken. Ich würde sagen, wir schauen uns als allererstes mal das Cover an, und das ist natürlich so, ja, so typisch ein bisschen irreführend, weil der gute Kollege hier einfach gar nicht Teil dieses Films ist, aber Teil des Marketings. Deswegen ist er hier auch mit auf dem Cover drauf. Ja, ihr seht natürlich, ihr erkennt dieses Cover, diese Art dieser Gestaltung. Es ist natürlich ein Ralf Krause Cover. Hier unten sieht man auch seine Unterschrift. Ich weiß nicht, ob man das erkennt haben im Video da. Gerade zufällig entdeckt, aber ich glaube, den Stil, den erkennt ihr eigentlich auch. Und ich muss sagen, dass es hier eigentlich ganz cool gelungen, finde. Wir haben hier diese Charaktere drumherum, so im Hintergrund so ein bisschen Ausschnitt aus dem Film statt und so ein Time Warp, der in dem Film auch eine Rolle spielt. Klar, darf natürlich auch eine Explosion nicht fehlen und eine schöne Opferszene. Und natürlich unsere beiden Haupt-Ghoulie-Charaktere. Ach, übrigens fällt mir auf, die beiden sind auch nicht mit dabei, aber die zählen halt so zum Ghoulie-Franchise, deswegen. Naja, aber an sich ein gelungenes Cover auf dem Spine. Ihr seht übrigens, in Verarbeitung ist wattiertes Mediabook ja top. Ihr habt immer natürlich immer so ein kleines bisschen hier oben und unten so eine kleine Eindellung. Aber ansonsten ist da ja nichts dran aussetzen. AVV kann meiner Meinung nach wattierte Mediabooks. Ja, auf dem Spine relativ klein, nur der Schriftzug Ghoulies 4. Aber naja, das hätte man vielleicht noch ein bisschen in die Länge ziehen können. Da war sehr viel Schwarz und sehr viel Platz. Da ist vielleicht ein bisschen Potenzial verloren gegangen. Aber wie immer auch hier ein kleines Cover, falls ihr euch natürlich noch die anderen Cover gönnt, dass ihr auch genau wisst, welches Ghoulie-Cover da bei euch im Schrank steht. Die Rückseite allgemein hier, allgemeiner Hintergrundinfotext. Ja, ich hätte man bei meiner Einleitung noch mehr erzählen können. Das könnt ihr alles hier nachlesen, aber ich damit auch quasi den halben Film sozusagen spoilern, falls ihr den noch nicht gesehen habt. Ja, hier seht ihr übrigens die böse Alexandra, die kleine Satanistin, und das ist auch so eine ganz seltsame Szene aus dem Film gewesen. Ja, hier unten sehen wir nochmal so die Ghoulies in Action, Folterszene, Opferszene und die sexy Braut, Babe, und hier so ein kleiner Ghoulie im Baum. Er hat doch mitgespielt, okay. Ja, hatte ich nicht mehr so ganz auf dem Schirm. Ist schon ein paar Tage her, dass ich den Film gesehen habe. Ja, wir kommen zu den Extras. Deutsch und englische Trailer, soweit so gut, so ja, einfach möchte ich sagen. Open Mat Fassung, also 1:33:1, also Vollbild zu der normalen 16:9 Fassung. Dazu gehe ich aber am Ende nochmal in der Bildbewertung ein. Und ein Booklet von dem guten Christoph N. Kellerbach, Jim Wynorski und Ghoulies 4 von Christoph N. Kellerbach, 16 Seiten. Dazu sind noch die DVD-Fassung und ihr habt als Extra einen Gel-Sticker. Den schauen wir uns gleich mal an. Die Limitierung Nummer 21 von 333 Stück. Ja,
Und jetzt sehen wir hier die erste Besonderheit dieses Mediabooks neben diesem Sticker, den ihr als Bonus mit dabei habt. Wir haben hier eine bedruckte Rückseite und das ist ja bei AVV ja normalerweise eigentlich anders. Da haben wir ja eigentlich immer die immer so dasselbe Design, diese, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, diesen Space-Himmel. Blitze, ich habe keine Ahnung, dieses Schwarz mit diesem Muster drauf. Ihr wisst, was ich meine, ihr habt schon genug AVV-Reviews hier auf dem Kanal gesehen. Ihr wisst, wie das aussieht. Und hier haben wir wirklich ein Vollbild sozusagen. Ist natürlich jetzt ein bisschen schwer mit den Spiegelungen hier einzufangen, aber wir sehen hier ein hübsches Paar Stiefel. So, ich sehe jetzt nicht, wenn eine Disc davor ist. So, ist jetzt ein bisschen, ja, ausschnittmäßig vielleicht nicht das Beste gewählt, aber wir sind hier auf einem guten Weg und ich hoffe mal, dass AVV damit weitermacht, weil so finde ich, gibt es hier schön, mal wieder schön ein bisschen Abwechslung in diesen Mediabooks. Hier sehen wir übrigens das Cover B des Mediabooks, deswegen habe ich die euch vorher noch nicht eingeblendet, weil wir die hier in diesem Mediabook auch immer wiederfinden. Wir gehen aber kurz auf den Text ein. Der gute Christoph in Kellerbach hat hier ordentlich was geschrieben am Anfang. Sehr für ihn flapsig, möchte ich was sagen, eine Einleitung geschrieben. Da sieht man, der junge Mann hat hier sehr viel Spaß mit diesem Film gehabt und wir hat jetzt natürlich wie immer lustig aufgeteilt in Kapitel, aber hier am Anfang gesagt, relativ flapsig geschrieben und immer mit schönen Zitaten aus dem Film gespickt, die Überschriften. Das finde ich sehr witzig gewählt. Wir hatten damals eine wilde Zeit, wir hatten nichts ausgelassen, Drogen, bizarren Sex, Rituale des Teufels und so weiter. Ganz normaler Dienstagmorgen in Hannover, würde ich sagen. Genau. Und halt die Augen zu, dann sieht er uns nicht. Ja, erster Teil, wie gesagt, Einleitung, dann Big Daddy B-Movie, Jim Wynorski Teil 1, geht am Anfang so ein bisschen um den Jim Wynorski selber. Übrigens hier mehr Bilder drin als sonst bei AVV, auch so ein bisschen gleich eine Besonderheit. Geht um seine Schaffens, seinen Werdegang, was er so gemacht hat vorher, was er so, seine Werke. Das hier übrigens Cover A vom Mediabook, also falls euch das besser gefällt. Ein bisschen sehr trashig, muss ich sagen. Was hast du nur gegen Schnapsläden? Ja, auch ein schönes Zitat aus dem Film. Eine kleine Ghoulie-Historie, der Weg zum vierten Teil, geht so ein bisschen nochmal, greift nochmal so diese, wie das alles entstanden ist. Das Gremlins quasi war ja so der Auslöser dieses Creature Features, dieser Hype-Welle sozusagen und hat dann hier quasi so die ganzen Nachfolger wie Critters oder die Munchies, die ich euch ja auch schon vorgestellt hatte hier auf dem Kanal, mit raufgenommen und mit in den Mittelpunkt gerückt. Hier sehen wir nochmal so den kleinen Ausschnitt hier von diesem einen Munchie, den ich euch ja vorenthalten hatte. Und ja, dann sehen wir hier das Extra, was ihr hier mitgeliefert bekommt. Und das ist eigentlich schon ziemlich nice, wenn man mal so ein bisschen was zusätzlich bekommt. Das bekommt ihr wirklich nur bei dem Cover W mit. Und, na, schnell scharf, so, ist ja ein Gel-Sticker, der eine ziemlich hohe Druckqualität hat, wie ich finde. Sehr kräftige Farben und auch sehr dick. Also ne, so ein dicker Sticker, der hat wirklich schon so richtig schön Profil. Das finde ich schon ziemlich nice. Mediabook an sich, wie immer bei AVV, das hat sich noch nicht geändert. Getackert und geklebt. Und ja, wir gehen weiter im Text. Was hat der gute Christoph in Kellerbach geschrieben? Wo geht's weiter hier? Ein Blick hinter die Kulissen von Ghoulies 4. Da gehen wir so ein bisschen auf die Produktionsgeschichte ein. Wer hat so mitgemacht? Welche Firma hat so mitgemacht? Weswegen die Rechte verkauft wurden? Wer hat vorher die Ghoulies gemacht? Und so weiter und so fort. Und dann geht's jetzt hier im letzten Teil um Jim Wynorski Teil 2. Wieder mit einer schönen Überschrift. Lass es, Jonathan. Dein Platz ist in der Hölle. Ja. Auf der Untiefen des Mikrobudget-Movies. Ja, denn der Mann hat natürlich noch weitere Filme gemacht und geht dann quasi ein bisschen um sein nachfolgendes Werk, was er dann noch so am Ende bis zum jetzigen Zeitpunkt an Werken geschaffen hat. Dazu nochmal so ein kleiner Ausschnitt hier am Ende. Und wir sehen hier das Cover C. Ich hatte es euch ja versprochen. Wir sehen hier alle Cover des Mediabooks. Ja, eine Direct-to-Video-Produktion. Dementsprechend können wir hier auch nicht das beste Bild und den besten Ton erwarten, auch wenn wir hier eine Blu-ray-Veröffentlichung haben. Das Bild öfter mal auf DVD-Niveau. Es schwankt so ein bisschen hin und her. Manche Szenen sind da wieder richtig schön knackig scharf, andere wieder so leicht ein bisschen verrauscht. Das wechselt also ein bisschen hin und her. Die Spezialeffekte in dem Film sind so gut, die könnte ich jetzt hier, wenn ich noch mehr Zeit für den Schnitt hätte, was ich gerade aktuell nicht habe, hätte ich das wirklich auch genau so machen können.
Sprich, wenn jemand in einen Zeittunnel reingesogen wird, dann sieht das ungefähr so. Jetzt müsst ihr euch hier noch so ein bisschen Special Effects vorstellen, dass alles so ein bisschen grünlich leuchtet, wabernd. Dann habt ihr Anfang 90er Jahre Trashfilm Special Effects. Ja, jetzt gehe ich schon, slide ich schon so ein bisschen von der Bild- und Tonbewertung direkt schon ein bisschen so in die Filmbewertung rein, aber das macht ja nichts, es ist ja hier kein, es zwingt ja niemand hier, mich an diese Dogmen zu halten, die ich mir selber auferlegt habe, deswegen, ja, gehen wir weiter in die Bildbewertung. Also wir haben gesagt, so ein typischen 90er-Jahre-Bild möchte ich es mal nennen, also wenn ihr so X-Faktor, das Unfassbare noch aus dem Fernsehen kennt, so ähnlich sieht das auch in dem Film aus. Also so ungefähr könnt ihr euch das Bild, die Farben und auch die Leute natürlich vorstellen. Dann, als Besonderheit haben wir hier als extra drauf, ihr habt die Möglichkeit, das in der Open Matte-Fassung zu sehen, also 4:3 oder halt in 16:9. Das war es dann auch so, bis auf Trailer, was wir so ein Extras haben. Das hat der ja schon einen Tisch an sich gesehen. Aber, ich mixe jetzt alles ein bisschen hinterher. Heute ist alles ein bisschen durcheinander. Kleine wilde Monster hier, alles auch in meinem Kopf und so. Also, ja, wir sliden nochmal ein bisschen in den Ton rein. Und, da haben wir ja eine 2.0 Dolby Digital Tonspur, was ja nicht so, was ja eigentlich DVD-Qualität ist, ne? Aber was mich halt sehr gefreut hat, in der deutschen Synchro haben wir halt Santiago Ziesmer, der auch diesen kleinen Kerl hier spricht. Daher kennt ihr seine Stimme und die Ghoulies hauen halt ziemlich lustige Dialoge raus. Ist jetzt nur so ein bisschen in die Tonbewertung mit rein, aber weil es zum Thema Sound ist, deswegen habe ich es jetzt mal mit hier mit reingenommen. Macht den Film natürlich dann unterhaltsamer und Dolby Digital 2.0, da können wir halt nicht viel erwarten. Aber macht dem Film halt trotzdem keinen Abriss. Der Film nämlich an sich, und jetzt sliden wir direkt in die Filmbewertung rein, macht einen kleinen Abriss. Es ist so ein typischer Film von dem guten Jim Wynorski. Wenn ihr mein anderes Video gesehen habt, ich blende es euch hier oben nochmal ein, auch von AVV erschienen, das Mediabook zu Munchies. Ja, kleiner Klassiker, ähnlich hier, möchte ich fast sagen, auch ein kleines Creature-Feature von dem guten Mann, dann wisst ihr so ungefähr, in welche Richtung wir uns von diesem Film bewegen. Wir haben hier wirklich eine schöne Trash-Perle, eine schöne Direct-to-Video-Perle, die noch dieses richtige Direct-to-Video-Feeling hat. Da kann man sich mal gerne mal mit ein paar Freunden ein paar Bierchen hinter die Binde gießen und die Rübe ausmachen und sich diesen kleinen Film hier reinknallen. Ist jetzt nichts Anspruchsvolles, aber es macht halt Spaß und gibt mir halt wieder dieses Direct-to-Video-Feeling. Und dahingehend hat mir dieser Film sehr gut gefallen. Ich kann aber auch verstehen, wenn ihr sagt, dass es nicht euer Film ist. Zu dem Mediabook. Ich hatte es ja am Anfang angekündigt, wir haben hier ein ganz besonderes Mediabook. Text von dem guten Christoph N. Kellerbach, wie immer gut gelungen und diesmal so ein bisschen locker flockiger. Das ist so der erste Punkt, was wir hier anders haben. Ich fasse es quasi für euch nochmal zusammen, falls ihr es im Video nicht so mitbekommen habt. Der zweite Punkt, wir haben jetzt ein anderes Design. AVV hat mal ein anderes Design genommen als sonst immer, was mich sehr gefreut hat und was ich auch sehr cool fand. Und wir haben schon wieder ein kleines Gimmick dabei, diesen Klebesticker. Ihr habt es ja schon gesehen bei The Stuff, blende ich euch auch hier nochmal ein. Da war ja auch ein kleines Extra mit in dem Mediabook. Und zum Thema The Stuff werde ich euch auf jeden Fall nochmal ein ziemlich cooles Video abliefern. Hoffentlich, dass es ziemlich cool wird. Ich habe ziemlich viele coole Ideen. Ob ich Zeit habe, es umzusetzen, das bleibt in grauer Zukunft. Lasst aber auf jeden Fall jetzt nochmal ein Abo da, falls ihr es immer noch nicht getan habt. Vorhin habe ich euch extra daran erinnert und jetzt habt ihr schon wieder vergessen. Also jetzt Abo und Glocke drauf, damit ihr das nicht verpasst, denn das wird, glaube ich, wie gesagt, richtig cool. Ansonsten, war das meiner Meinung nach ein ziemlich cool gelungener Coup und ich kann diesen Film und dieses Mediabook nur empfehlen. Schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare, auch wenn er nichts mit den Original-Ghoulies zusammen zu tun, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen am Anfang, ist es ganz anders, als wie ihr das sonst so erwarten würdet. Deswegen, schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und Dankeschön fürs Einschalten. Jetzt gleich auf der Endcard gibt es nochmal zwei schöne Videotipps. Schaut da gerne auch mal vorbei und lasst ein bisschen Liebe da. Bis zum nächsten Mal. Cheers.